In unserem letzten Kameravergleich hat das iPhone nicht ganz so gut abgeschnitten, wie Apple sich das erhofft hätte. Dieses Jahr soll sich das aber ändern. Ich meine, neuer Porträtmodus, 5-fach Zoom dank neuer Periscope-Kamera im Pro Max und HDR5 sollen das iPhone zum besten Kamerasmartphone der Welt machen. Denn wenn man Apples letzter iPhone-Keynote glauben mag, dürfen beim neuen iPhone 15 Pro keine Wünsche mehr offen bleiben. Ja, ob das stimmt, schauen wir jetzt aber. Denn in unserem Kameravergleich treffen die Kandidaten auf herausfordernde Lichtsituationen, Objekte in totaler Finsternis und weit entfernte Motive. Okay, gut, aber was hat sich denn überhaupt bei den beliebtesten Flaggschiff-Smartphones getan? Hier ein kurzer Abriss. Das iPhone kommt standardmäßig mit 3 Linsen. Die Hauptkamera hat einen 48-Megapixel-Sensor und außerdem gibt es noch einen Weitwinkel- und eine Telelinse. Das Pixel 8 Pro hat tatsächlich ein sehr ähnliches Setup, nur der Hauptsensor hat hier 2 Megapixel mehr. Wenn wir uns das Galaxy S23 Ultra anschauen, fällt schnell auf, dass es hier statt einem 5-fach einen 3-fachen Zoom gibt. Dafür aber zusätzlich auch noch eine 4. Linse mit 10-fach optischem Zoom und die Hauptkamera hat nicht 50, sondern gleich 200 Megapixel. Das Samsung protzt also nicht nur bei der Anzahl der Linsen, sondern eben auch bei den Megapixeln selbst und ob sich dieser Flex beim Dartblatt auszahlt, das finden wir jetzt heute heraus. Damit ihr nicht voreingenommen in den Vergleich reinstartet, werden wir immer erst am Ende der jeweiligen Kategorie aufdecken, welches Foto denn von welchem Smartphone aufgenommen wurde. Aber starten wir jetzt direkt rein mit den Zoom-Stufen. Beim Ultraweitwinkel lässt sich noch nicht viel erahnen. Grundsätzlich machen alle Kandidaten ein ähnlich gutes Ergebnis. Der Dynamikumfang passt, nichts ist ausgebrannt und auch Weitwinkelverzerrungen treten nicht auf. Und ganz ehrlich Leute, gerade hier bei den unterschiedlichen Zoomstufen ist es durch die verschiedenen Linsen in den Smartphones, glaube ich, ganz einfach zu erraten, welches Smartphone denn welche Fotos geschossen hat. Deswegen decken wir das Ganze jetzt hier mal auf und werden erst zur nächsten Kategorie dann alles wieder durcheinander mischen. Bei der Hauptkamera liegen das iPhone, das Pixel und das S23 nah beieinander. Das 15 Pro Max und das Pixel 8 Pro bieten nun einen 5-fachen Zoom, das Galaxy kommt hingegen mit einem 3-fach-Zoom, bietet aber auch, wie hier zu sehen, eine zusätzliche Telelinse mit 10-fach optischem Zoom. Aber schauen wir genauer hin, denn hier am Horizont seht ihr das Rathaus der Stadt Witten. Mit der Hauptkamera nur schwer zu erkennen, bei einer 5- oder 10-fach optischen Vergrößerung ist es aber schon deutlich besser ersichtlich und ab jetzt werden wir nochmal digital vergrößern. Maximal 25-fach geht das beim iPhone und 30-fach beim Pixel. Und die Unterschiede könnten nicht größer sein. Das Galaxy macht auch digital ein ziemlich scharfes Bild, sodass man sogar die Uhrzeit ablesen kann. Auch beim Pixel ist das noch machbar, selbst wenn die Texturen nicht mehr ganz so schön sind. Wenn wir den Bildabschnitt mal für euch vergrößern, seht ihr, dass das iPhone eher einem Gemälde von Van Gogh ähnelt als einem Foto. Und selbst bei einer 100-fachen Vergrößerung bleibt das S23 knackiger als der 25-fach-Zoom im iPhone. Und ich glaube, ihr konntet es euch bereits denken, das Galaxy S23 Ultra gewinnt hier auf jeden Fall diese Kategorie. Nicht nur wegen der Telelinse an sich, auch wegen dem 200-Megapixel-Sensor. Der kann einiges herausholen und deswegen finde ich das Kamerasetup hier an sich sehr gut abgestimmt. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, dass dieser Schärfeunterschied im Alltag jetzt nicht wirklich auffallen wird, außer man zoomt wirklich sehr, sehr penibel an einen bestimmten Bildausschnitt heran, denn selbst für größere Ausdrucke reicht die 50-Megapixel-Auflösung im iPhone oder auch im Pixel dicke aus. Wichtiger sind aber definitiv andere Aspekte und deswegen werfen wir jetzt nochmal einen genaueren Blick auf die verschiedenen Hauptkameras und damit ihr da mitraten könnt, würde ich sagen, mischen wir wieder alles wild durcheinander. Starten wir aber jetzt mit einem ziemlich anspruchsvollen Bild. Draußen ist es hell und im Schuppen ziemlich dunkel. Trotzdem profitiert der Himmel hier bei allen Modellen von einem sehr guten Dynamikumfang, genauso wie im Innenraum. Nichts ist überbelichtet und kaum etwas unterbelichtet. Lediglich Kandidat A sorgt für ein leicht zu schattiges Plätzchen in der rechten Ecke innerhalb des Hauses. Und wenn ihr unseren aktuellen iPhone-Vergleich gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass ein guter Dynamikumfang in iPhones nicht immer selbstverständlich war. Denn erst mit HDR5 ist das iPhone 15 Pro jetzt in der Lage, den Himmel hier nicht überzubelichten oder farblich falsch darzustellen.
Bei diesem langen Schacht geht es jetzt bei allen Modellen schnell ins Schwarz über, aber Kandidat B lässt noch am ehesten die Wand und somit etwas mehr Details erahnen. Achtet ihr aber jetzt bei diesem Bild auf den linken Baumstamm, dann seht ihr auch hier, dass Kandidat C trotz heftigem Gegenlicht die meisten Details auf der Rinde abbildet. Nur A zieht hier einfach zu harte Kontraste und verzichtet lieber auf die Details im Vordergrund. Das ist aber Schimpfen auf sehr hohem Niveau. Alle Smartphones machen ein tolles Bild, aber in der Königsklasse geht es ja eben um die Details. Farblich liegen A und C hier etwas näher an der Realität, allerdings behandelt B das Licht etwas besser und bildet die auf dem Stamm eintreffenden Lichtstrahlen etwas dezenter ab. Grundsätzlich zeigen aber Bilder wie dieses oder dieses, dass man die Unterschiede teils mit der Lupe suchen muss. Aber dafür sind wir ja da und in Bezug auf die Hauptkameras sind Kandidat C, also das Galaxy S23 Ultra und Kandidat B, also das Pixel 8 Pro, dann doch etwas besser als Kandidat A, also das iPhone. Das Pixel scheint vor allem ein klein wenig besser im Dynamikumfang zu sein, denn hier zeigte Kandidat A, also das iPhone, dann doch ein paar Schwächen, gerade in den dunkleren Bereichen. Casetify ist vor allem bei unseren Kameravergleichen der Grund, warum wir beim Dreh nicht die Nerven verlieren, denn wenn man mit so vielen Smartphones hantiert, ist man froh, ein vernünftiges Case drum zu haben und die bietet Casetify in Hülle und Fülle. Beispielsweise auch für die neuen Pixel-Modelle. Und die Cases sind wie immer richtig hochwertig, egal ob ihr euch für so ein edles Design hier entscheidet oder einen verspielteren Look bevorzugt oder aber zu den sturzresistenten Ultra-Bounce-Hüllen greifen wollt. Die halten wirklich so einiges aus, sodass keine Panik aufkommen muss, wenn euer nagelneues iPhone mal den Asphalt küsst. Im Vergleich zu Standard-Cases aus günstigem Kunststoff setzt Casetify auf energieabsorbierende Materialien und um das zu demonstrieren, haben sie uns eben hier dieses Equipment bereitgestellt. Schön und gut, aber was, wenn euer Smartphone nicht auf die Seiten oder auf die Rückseite knallt, sondern schön mit dem Display auf den spitzen Stein? Ihr könnt es euch vielleicht denken, auch den Displayschutz gibt es bei Casetify und so ist eben neben den klassischen Pads und diesen Klebezetteln hier auch eine Schablone dabei, in der sich die Glasfolie schon befindet, welche ihr dann kinderleicht mit wenigen Handgriffen anbringen könnt. Für euch haben wir nochmal einen kleinen Rabatt rausgeholt. 15% gibt es mit dem Code 15 und Galaxy bei eurem nächsten Einkauf. Kommen wir aber jetzt zum Porträtmodus. Bei einfachen Motiven hat hier kein Kandidat ernsthafte Schwierigkeiten. Vom Kontrast unterscheiden sich die Bilder aber doch etwas, gerade wenn Gegenlicht ins Spiel kommt. Am besten konnte damit Kandidat B umgehen. In Bezug auf den Verlauf von Tiefenunschärfe tanzt aber jemand aus der Reihe, denn bei Smartphone A erscheint mir der Übergang zum unscharfen Bereich als zu hart. Auch Smartphone B grenzt den Ball schon fast zu sehr vom Hintergrund ab, ist aber farblich bis auf die etwas dunkle Hecke am schönsten. Smartphone C zeigt aber den realistischeren Unschärfeverlauf. Sowohl auf der Wiese als auch auf dem Ball selbst, denn hier wirkt der hintere Teil des Balls ebenfalls schon leicht unscharf. Dieser Effekt zeigt sich aber auch hier, zwar schneiden alle Modelle das Vogelhaus sauber aus, aber lediglich C stellt den linken angeschrägten Bereich unscharf dar, genauso wie den dahinterliegenden Baumstamm. So wie es ein echtes Porträtobjektiv eben auch machen würde. Farblich punktet aber wieder Kandidat B, welcher das satte Rot des Hauses am besten widerspiegelt. Seit jeher hat ein Hersteller aber Probleme mit komplexen Formen im Porträtmodus. Dieses Blatt hier zum Beispiel können sowohl Kandidat B als auch Kandidat A deutlich vom Hintergrund abheben. Kandidat C hat das einfach bei keinem Auslösen geschafft, nicht ein einziges Mal. Beweisstück 2 ist dieses Foto hier. Das Pampasgras wird von B und A größtenteils sauber vom Hintergrund getrennt. Nur C versucht auch bei diesem Objekt wieder nah beieinander liegende Büschel voneinander zu trennen und zeichnet hier und da auch ein paar Halme viel unschärfer, als sie tatsächlich sein sollten. Aber wo wir gerade bei den Porträtbildern sind, darf die Selfie-Kamera auch nicht fehlen. Nun ja, bei Gegenlicht hadern alle etwas mit den Kontrasten. C und auch A sind etwas milchig, Kandidat B bildet Paddy's Bart hingegen schon sehr dunkel ab. Das wird allerdings auch nicht wirklich besser, wenn die Sonne von vorne kommt. Allerdings ist der Hautton von B hier vor allem im Vergleich zu Smartphone C viel natürlicher. Zu guter Letzt noch der Brillenbügeltest und hier haben C und A nun endlich keine Probleme mehr. Smartphone C patzt lediglich leicht an dieser unteren Kante, bei Smartphone A hingegen gibt es eigentlich gar nichts mehr auszusetzen. Nice. Top!
Nur Kandidat B hat weiterhin Probleme mit Brillenrändern. Und übrigens fällt auch wieder auf, dass Smartphone C erneut versucht, die nach hinten geneigte Seite unscharf zu zeichnen. Das wirkt am Ellenbogen etwas unnatürlich und auch mein Mittelfinger profitiert nicht wirklich von dieser Funktion. Ficko. Bevor wir aber gleich in der nächsten Kategorie wieder durchmischen, lösen wir hier einmal die Porträtbilder auf. Foto A stammte dabei jeweils vom Pixel, Foto B stammte vom S23 Ultra und Foto C stammte jeweils vom iPhone 15 Pro Max. Die stufenweise Unschärfe im iPhone ist eigentlich toll, aber leider hat das iPhone 15 Pro Max eben keine vollwertigen Objektive und deswegen vergaloppiert sich das iPhone dann manchmal doch in Situationen, wo dann irgendetwas unscharf gezogen wird, was eigentlich gar nicht unscharf sein sollte. Das Pixel 8 Pro und auch das Galaxy S23 Ultra machen hier meiner Meinung nach die etwas besseren Fotos, auch wenn mir die Farben beim Pixel dann doch etwas mehr zu sagen. Wenn wir diese beiden Kandidaten aber mal beiseite legen und zum iPhone greifen, dann ist mir hier vor allem aufgefallen, dass wir häufig einen leichten Grünstich hatten. Sowohl bei Fotos von mir oder diesem Selfie hier von Paddy ist einfach aufgefallen, dass der Weißabgleich leider nicht immer passt. Bei jedem Kameravergleich wird es meiner Meinung nach aber immer erst so richtig spannend, wenn man zu den Nachtfotos kommt und deswegen sind wir natürlich auch dieses Mal zu später Stunde losgezogen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir es unseren Testkandidaten nicht leicht gemacht. Sehr dunkle Umgebung, helles Gegenlicht vom Dortmunder U und Bildschirme, die ebenfalls hell leuchten. Mit letzteren hatte vor allem Smartphone B seine Schwierigkeiten. Die Bildschirme sind ausgebrannt, der Inhalt quasi nicht mehr zu erkennen und auch das U ist nicht nur überbelichtet, sondern strahlt auch großflächig ab. Das ist auch bei Smartphone C der Fall, allerdings lassen sich die Bildschirme hier perfekt ablesen. Bei Smartphone A ist das genau umgekehrt. Das U wirft nur wenig Licht ab, es behält also den Mut der Nacht bei, dafür sind die Bildschirme ebenfalls überbelichtet. Knallhart war aber jetzt dieses Motiv, denn wie ihr seht, ist es in vollkommener Dunkelheit entstanden. Doch unsere Flaggschiffe schaffen es auch in dieser Situation, den alten Hochofen in seiner ganzen Pracht darzustellen. Eigentlich gibt es bezüglich dieser Umstände auch gar nichts zu meckern, schließlich war es hier einfach stockfinster. Aber Kandidat A muss trotzdem nochmal besonders gelobt werden. Denn die Software hilft hier einfach nochmal extrem nach, was den Sternenhimmel angeht. Kein Rauschen, kein Abstrahlen und nein, das sind auch keine Fake-Sterne, was ihr zum Beispiel an diesem oder diesem Sternhaufen hier erkennen könnt. Auch ein Foto direkt in den Himmel zeigt, dass B und vor allem C Details vermissen. Ja, und dieses Foto hier verdeutlicht, wie unsere Testteilnehmer mit abstrahlendem Licht umgehen. Vor dunklen Hintergründen wirft die Kamera B in Bezug auf Straßenlaternen einen sanften Schein. A und C kämpfen hier mit Artefakten rund um die Leuchte. Das konnten wir so auch in anderen Testfotos beobachten, die es nicht ins Video geschafft haben. Dieses Motiv hier zeigt eine weitere komplexe Lichtsituation. Kandidat B dunkelt den Bereich um das BVB-Logo zu stark ab, obwohl die Schaufenster des Fanshops noch gut zu erkennen sind. Das schafft auch Kandidat C, allerdings sind hier wie bei A die Fenster direkt um das Logo herum deutlich besser zu erkennen. Allerdings wirkt das Logo etwas milchig, nur Kandidat A lässt eigentlich keine Wünsche offen und bietet neben einem scharfen Logo auch den besten Dynamikumfang. Dass das aber immer auch etwas situationsabhängig ist, zeigt dieses Bild. Das Lichtkreuz wird hier von Smartphone C am besten dargestellt. Darüber hinaus haben wir bei B und A die typischen Linsenspiegelungen, sodass das Kreuz quasi nochmal in der Luft abgebildet wird. Trotzdem scheint A insgesamt der heimliche Sieger in der Nacht zu sein. Wie hier zu sehen, stellt A von Licht angestrahlte Objekte nämlich einfach ausgeglichener dar und bildet den Nachthimmel einfach schöner und detailreicher ab. Und wer steckt jetzt dahinter? A ist das Google Pixel 8 Pro, B ist das iPhone 15 Pro Max und C das Galaxy S23 Ultra. Zum Schluss gibt es hier aber nochmal ein Selfie bei Dunkelheit und das war ja vor allem für die iPhones in den vergangenen Jahren ein Problem. Mit dem iPhone 15 ist das aber besser geworden, vor allem ist der Schärfegrad, ähnlich wie beim Samsung, wirklich hoch. Das macht das Pixel nicht ganz so gut, aber zumindest liefert es farblich ab. Aber jetzt Schluss mit den Fotos, es fehlt nämlich noch eins, und zwar die Videofunktion. Hier starten wir direkt mit der Königsdisziplin, von der knallenden Sonne ab in die Dunkelheit und ganz klar, Kandidat C meistert diese Prüfung quasi ohne sichtbaren Übergang. Hier nochmal in der Wiederholung. C lässt quasi schon beim Reinlaufen den Schacht etwas heller darstellen, währenddessen wir bei A und B so ein schlagartiges Hellerwerden drin haben.
Und selbst wenn dann bei allen Kameras die Belichtung hochgezogen wurde, sehen wir bei A und B immer noch ein etwas milchigeres Bild. Ja, und auch dieses Video zeigt, dass C kein Problem mit starkem Licht hat. Trotz prallen Sonnenschein, die Borsten sind schön gesättigt und es gibt viele Details. Wer aber schon jetzt seinen Sieger auserkoren hat, der hat sich definitiv zu früh gefreut, denn eins fehlt noch, und zwar die Videostabilität. Bei allen Geräten ist der Standard-Stabi im Übrigen schon eingeschaltet, aber trotzdem ist das Bild von Smartphone B deutlich stabiler, auch wenn man dazu sagen muss, dass hier gerannt wird. Bei eingeschaltetem Active Mode, der bei C übrigens nur in Full HD möglich war, ändert sich der Eindruck, denn jetzt sieht man, dass A genauso gut wie B performt. Aber Leute, was geht denn bitte bei C ab? Das Bild zittert nämlich einfach unnormal. Was zitterst du so? Nach diesem Sprint geht es jetzt aber etwas gemächlicher zu. Und hier bekommt sich dann auch Smartphone C wieder ein, aber insgesamt sind hier nun alle Ergebnisse brauchbar. In puncto Stabilität gewinnt im Videovergleich also deutlich B, und das ist das Footage vom Galaxy S23 Ultra. Bei der allgemeinen Schärfe und auch der realistischen Farbwiedergabe war hier das iPhone aber im Videomodus sehr, sehr gut. Das ist ja auch traditionell eher so ein starker Bereich vom iPhone. Aber ihr merkt schon, im Endeffekt hatte jedes Gerät hier so seine Vor- und Nachteile. Deswegen kann man keinen klaren Gewinner küren. Fazit. Es wirkt, als wäre das iPhone auch in diesem Jahr etwas abgeschlagen von der Konkurrenz. Auch uns überrascht das immer wieder aufs Neue, denn irgendwie geht man doch davon aus, dass Apple vor allem bei der Kamera richtig abliefern müsste, oder? Nun ja, es zeigt wohl eher, dass Apple verdammt gutes Marketing macht. Aber versteht mich bitte nicht falsch. Die Bilder vom iPhone 15 Pro Max sind auf einem absolut hohen Niveau. Mir haben nur manchmal so die Details gefehlt. Mal war es der Weißabgleich, mal war es fehlende Schärfe. Man hat irgendwo gemerkt, dass das iPhone zwar überall sehr gut ist, aber in keiner Kategorie so richtig dominierend gewinnen konnte. Und das ist ja eigentlich die DNA gewesen, die das iPhone ausgemacht hat, dass sie wirklich so mit die besten Bilder machen wollten. Und das kann ich Ihnen dieses Jahr nicht hundertprozentig bescheinigen. Was ihr uns aber jetzt noch bescheinigen könnt, ist ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und bis dahin. Ciao.